Ja, erstmal hallo und ja, ich freue mich, mein Leben, von meinem Leben ein bisschen zu erzählen. Ja, da legen wir einfach los. Ich bin ja in Kroatien aufgewachsen oder geboren worden. Mein Vater hat es natürlich, das ist klassisch, meine Mutter verlassen, wo ich ganz klein war. Und mit Mutter aufgewachsen. Und die hat ja ziemlich gekämpft, politisch auch. War sie eben nicht tätig, obwohl sie sehr geschult war, fünf Sprachen perfekt und Steno und Schreibmaschine. Da war sie, glaube ich, 5 Jahre die erste in Kroatien und hat auch für die Regierung, Tito-Regierung gearbeitet, wollte aber keine kommunistische, zu kommunistischen Partei gehören. Und das ging eben nicht, sie wollte aber nicht, sie war kein politischer Mensch und sie wollte das einfach nicht. Also hat sie ziemlich viele Schwierigkeiten gehabt und eines Tages hat sie sich entschlossen, eben nach Deutschland zu fahren und ich wurde dann 2 Jahre, habe ich bei einer Familie verbracht in Kroatien, also es war keine schöne Zeit für mich, aber gut, irgendwie hat mir das auch ein bisschen geprägt, im Positiven auch, weil Gott sei Dank vergisst man auch die negativen Seiten oder ich möchte das nicht so gerne mich daran erinnern, das ist abgeschlossen und einfach ziehe ich das Positive daraus. Also eigentlich habe ich eine sehr schöne Kindheit erlebt, auch in Kroatien direkt am Meer aufgewachsen, wo viel Abenteuer war mit Obstklauen und dann die Bauern. Also es ging eigentlich, dass die Bauern hinter uns her waren, ne? Und das war eben das Spannende. Einmal haben wir sogar, wie heißt dieser, Treschen, wie heißt das wieder? Ach, die roten Dinger da, wie heißt das? Spezielle Beeren oder? Nee, die roten, die so wachsen, die Zweige. Ach, wie heißt das wieder? Und Kern drin, schmeckt sehr gut. Kirschen. Ja, genau, Kirschen. Und da saß man auf dem Baum, ja, und da kam der Bauer mit einem Gewehr, der Salz drin nur gehabt hat und hat das abgefeuert und da haben wir alle das so richtig in unsere Popacken gekriegt und dann sind wir runtergesprungen und dann wie die Blöden weggerannt, also über Stock und Stein und das hat so gebrannt und dann sind wir noch ins Meer reingesprungen, werde ich nie vergessen, so blöd waren wir. Da hat es natürlich noch mehr gebrannt. Also wie man sieht, ja, die Schmerzen hat man vergessen und das Positive, das Lachen hat man ja, man kann sich Gott sei Dank daran erinnern. Die Kraft hat ein Mensch eben, sich die beiden Sachen auszusuchen, positiv oder negativ zu denken. Naja, es war sehr schön, wie gesagt, also viel Kontakt mit Gästen, Ausländern, die aus Deutschland, Schweden, Norwegen und so weiter, die jeden Sommer gekommen sind. Wir sind eigentlich gemeinsam auch aufgewachsen, weil sie immer in August gekommen sind. Und dann haben wir gemeinsam Fußball gespielt und jahrelang, also bis heute mit manchen haben wir Kontakt. Ja, danach, glaube ich, da war ich 11 Jahre, hat mich meine Mutter dann eben nachgeholt, dann war ich in Deutschland. Dann wurde ich eingeschult und da habe ich, da ist eine prägende Erinnerung, in Hohenkirchen war ich, da war meine Mutter Sekretärin bei Ruf und da habe ich eine prägende Erinnerung gehabt, weil ich hatte damals noch nie so eine Erfahrung gehabt. Ich war Neuling, da hatten wir Fußball gespielt. Ja, und dann haben die Jungs sich so Limo, den weißen Limo gekauft und jeder hat aus der Flasche getrunken, aber mir wollten sie die Flasche nicht geben, ja, weil ich eben jemand war, der eben aus damaligen Jugoslawien gekommen bin und somit habe ich so eine kleine
Diskriminierung erfahren an meinem Leib. Ja, gut, okay. Das ist irgendwie bei den Kindern so. Das hat sie später wieder gelegt. Ja, ich bin dann in die Hippie-Bahnen gerutscht mit langen Haaren und so weiter. Und natürlich war ich dann mit meinem Freund Hansi. Ja, wir waren heute ein bisschen Außenseiter, nicht ein bisschen, sondern ganz schöne Außenseiter, was natürlich wieder für die Mädels wieder sehr interessant war. Also kann ich so sagen, dass die Mädels mich sehr gemocht haben und die Jungs nicht so sehr, aber das hat sie dann irgendwann im Laufe der Zeit alles gegeben, beziehungsweise ich habe andere Wege eingeschlagen und wir haben uns dann aus den Augen verloren.